Von Zeit zu Zeit verbringen wir gerne ein Wochenende in der Natur und gönnen uns eine kleine Auszeit vom Alltag. Auch am Pfingstwochenende sattelten wir unsere Fahrräder für eine dreitägige Radtour über den Rennsteig und in die Rhön. Wir wollten endlich die ersten Nächte im Zelt verbringen und außerdem einen besonderen Fahrradtunnel erkunden. Eine relativ gemütliche Tour. Zwar sollten uns einige Bergetappen erwarten, aber dafür wollten wir keine ehrgeizigen Kilometerrekorde aufstellen. Dass unser entspanntes Radelwochenende nach gar nicht allzu langer Zeit in ein waschechtes Abenteuer ausarten und uns richtig Nerven kosten sollte, davon hatten wir zu Beginn unserer Tour noch keine Ahnung. Hallo liebe Leute! Hi, willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben jetzt mal wieder ein langes Wochenende vor uns und sind natürlich jetzt wieder auf die Räder gestiegen, nutzen die Zeit, die wir haben, um 3 Tage lang Fahrrad zu fahren. Das Wetter ist auf unserer Seite und jetzt sind wir schon losgefahren in Richtung eines Fahrradhighlights, was nur wenige Monate im Jahr geöffnet ist. Welches ist das? Genau, wir wollen morgen dann durch den sogenannten Milzeburg-Tunnel fahren. Der macht auch tatsächlich erst im April auf immer. Das heißt, er müsste jetzt offen sein und das wollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ein ehemaliger Eisenbahntunnel und heutzutage kann man da mit dem Fahrrad durchdüsen. Sind wir schon gespannt, wie das so ist. Vorher gibt es natürlich noch viel andere Strecke zu erkunden, viel bergab, bergauf. Und ja, fahren wir jetzt mal einfach ein Stück weiter. Genau, jetzt geht es erstmal hoch nach Altona. Wir sind hier noch auf dem Ilmtal-Radweg und dann geht es über die Talsperre Schönbrunn wieder nach unten. Und dann mal schauen, was uns erwartet. Ziel ist heute ungefähr Meining und dann werden wir dann ganz spontan schauen, wo und wie wir unser Zelt aufschlagen werden. Bleiben wir heute also noch in Thüringen. Genau, viel Spaß bei der Tour. Uns auch viel Spaß. So, ich zeige jetzt gleich mal noch unsere beladenen Fahrräder. Die sind nämlich ganz schön bepackt mit Taschen. Und hier bei mir sind sogar 2 Taschen hinten drauf. Bei Philipp ist nur 1 Tasche hinten drauf. Stimmt's? Ja. Na gut, dafür hat er hier noch ein paar Taschen an seinem Rahmen. Und jetzt der ultimative Test. Welches Fahrrad ist schwerer? Da wir keine Fahrradwaage haben, muss Philipp das jetzt mal austesten. Schauen wir mal. Geht noch. Okay. Möchte ich jetzt nicht ewig irgendeine Treppe hochtragen, aber wenn man ganz schnell noch den Zug erwischen muss und der Fahrstuhl gerade blockiert ist, dann geht's. So, und jetzt meins? Ich würde fast sagen, dass die sich nicht viel nehmen. Ich glaube, wir haben ungefähr das gleiche Gewicht. Gleichstand bei den Fahrrädern. Das ist doch meine gerechte Sache. Gut, fein, weiter geht's, diesen Berg dort hoch. Zunächst auf bekannten Pfaden unterwegs, fuhren wir auf den Ilmtal-Radweg bergauf nach Altona in Richtung Ilmquellen. Und kurz darauf über Schotterwege bis zur Talsperre Schönbrunn. Besonders bei sonnigem Wetter versprühen die Thüringer Stauseen, umgeben von dichten Wäldern, immer ein herrliches Flair. Wir ließen den Blick aufs Wasser schweifen, bevor wir einen neuen Weg einschlugen. Unsere Strecke führte uns nun über den Schleusetal-Radweg. Auf insgesamt 34 Kilometern verbindet diese 2021 erbaute Fahrradroute den Rennsteig-Radweg mit dem beliebten Werratal-Fernradweg. Wir sind gerade auf dem Schleusetal-Radweg und sind ziemlich begeistert, weil wir es gar nicht erwartet hätten, dass hier so eine toll asphaltierte Strecke durch die Natur uns erwartet und durch schöne Dörfer. Ist schön, oder? Bis jetzt ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ab Thema oder nach Thema oder zu Thema hin, was jetzt der nächste größere Ort sein wird, war eigentlich kein Radweg eingezeichnet auf Komoot. Eigentlich wollte ich hier einen Weg über die Hügel drüber machen. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt einfach den Schildern folgen und gucken jetzt nicht allzu sehr aufs Handy dabei. Das ist ja auch mal angenehm, wenn hier schon mal was ausgeschildert ist
und es auch gerade so gut klappt, dann nutzen wir das. Also herrliche Strecke, noch nie gehört, Schleusetal-Radweg. Bei uns ist jetzt Zeit für eine kleine Snackpause und wir haben heute mal was ganz Gesundes dabei, und zwar fertig gekochte Kartoffeln mit normalem Frischkäse und veganem Frischkäse. Kartoffeln geben nämlich richtig viel Energie, sind gesund und lecker. Deswegen haben wir die jetzt mitgenommen und snacken die jetzt. Und hier drüben haben wir unser Solarpanel. Das lädt jetzt gerade die GoPro-Akkus auf und das Handy. Das Wetter ist heute ganz gut geeignet dafür. Das lädt dann super schnell wieder auf. Sind also heute und morgen und den Tag darauf nicht auf Steckdosen angewiesen. Hoffentlich. Und jetzt geht wieder das Sägewerk los. Radfahrer frei. Okay. Bis jetzt fuhr es sich hier wirklich hervorragend. Leider sollte sich aber Philipps ungute Vorahnung wenig später bestätigen. Die bis dato perfekte Beschilderung des Schleusetal-Radwegs löste sich bei Rappelsdorf ohne Vorwarnung in nichts auf. Auf einmal waren wir uns überhaupt nicht mehr sicher, wo es lang geht. Ja, ich müsste mal... Ich weiß ja auch nicht. Aber wenn wir jetzt den anderen da fahren, kommen wir ja sonst wohin. Dann das bittere Ende. Wir landeten auf der L1625, einer vielbefahrenen Landstraße. Später erfuhren wir, dass für dieses letzte Stück bis in den Ort Kloster Vesra ein Fahrradweg in Planung ist, aber bisher noch nicht realisiert werden konnte. Wir ärgerten uns ein wenig über die irreführende Ausschilderung eines bisher toll ausgebauten Fahrradwegs. Kurzerhand bogen wir auf einen Forstweg ab, in der Vorstellung, die Fahrt auf der Landstraße umgehen zu können. Der Weg ist gar nicht eingezeichnet hier. Wenn wir gerade auf die rechts abbiegen müssen, aber vielleicht kommen wir da jetzt wieder drauf. Leider wandelte sich diese Forststraße mehr und mehr zu einem unebenen Waldweg. Später zu einem von Wiese bewachsenen Pfad. Nein, wir suchen noch nicht nach unserem Campingplatz. Suchen nach dem Weg. Irgendwie wird es nicht besser. Ja, vielleicht hätten wir durch die Landstraße weiterfahren sollen. Zuerst sah der Forstweg noch ganz gut aus, aber... Diese scheiß Straße ist halt auch schon ewig weit weg. Also ich glaube, das Beste wäre eigentlich wirklich, wenn wir weiter geradeaus. Wir hoffen, dass wir bald auf diesen Forstweg kommen, der hier eingezeichnet ist, tatsächlich, oder Feldweg oder was immer das ist. Das wäre die Frage, ob man jetzt das fahren kann oder eher nur schieben. Irgendwann konnte selbst von einem Pfad kaum noch die Rede sein. Wir steckten mitten im Wald und wurden langsam von hungrigen Mücken entdeckt. Okay, nimm mal mein Fahrrad. Und ich trage sie da hoch. Sehr gut. Niemals den Tag vor den Arm. Oh. Juhu. So, und ich trage jetzt deins. Das wurde viel Sinn ergeben. Okay, weiter. Weiter. Ich glaube, da ist kein Strom drauf. Oh, Mücken. Da war kein Strom drauf, ja? Also, wenn, dann wäre es jetzt sehr schmerzhaft. Wiese! Wir sind auf der Wiese. Wir müssen wahrscheinlich schon nochmal über den Zaun. Ja, toll. Das stimmt. Einmal über den Zaun, zweimal über den Zaun. Tja, das passiert, wenn die Radwege in nichts enden. Das ist ja wie ein richtiger Weg. Nee, ich komme hier nicht rüber, ich sink da rein. Auf der Wiese ließen sich unsere Räder zwar ganz gut schieben, aber es wurde immer offensichtlicher, dass wir auf einer Kuhweide gelandet waren. Ein Stück weiter entdeckten wir die grasenden Weidetiere und zu unserem Unglück befanden sich auch mehrere Kälbchen in der Herde. Ziemlich verunsichert suchten wir nach der schnellsten Möglichkeit, die Weide wieder zu verlassen. Hier geht's rüber. Natürlich nur mit Zaun, aber einen großen Sprung. Nicht nur der Zaun, sondern zu allem Überfluss auch noch ein Bach trennte uns von der anderen Seite. Oh shit. Oh. Ja. Sprung. Doch schon. Ja. Du hängst noch mit der Pedale dran. Du musst noch ein Stück zurück. Ah!
Gutschein. Ich krieg natürlich jetzt ab, wenn ich das. Na, warte. Das ist alles nichts, muss erstmal ablegen. Ja. Okay, jetzt können wir erstmal. So, jetzt kommen wir erstmal rüber. Au, Scheiße. Das ist das Ekligste, was ich jemals gemacht habe. In der Kuhscheiße zu stapfen, um unser Gepäck hier rüber zu bekommen. Ja. Und dazu kommt, dass dieser Zaun Strom hat und ich jetzt schon 2 Stromschläge abbekommen habe. Ja, und ich wollte gerade mein Fahrrad jetzt noch darüber hieven, da hängt noch die Pedale fest. Und ich habe jetzt auch noch einen Schlag bekommen. Das war die dümmste Idee, die wir jemals hatten. Ja, das ist absolut dämlich. Bloß um da auf dem Weg da oben jetzt zu kommen, aber letztendlich sind wir die Schuldigen, aber hätten sie mal diesen Radweg einfach weitergebaut. Mann! Ja, hier mit dem? Ja. Doch, das geht ja. So kann ich. Naja, ein Unglück kommt ja selten allein, sagt man immer. Aber dass wir jetzt hier noch mitten auf einer Kuhweide gelandet sind, mit Kälbern natürlich, und die Kühe schon irgendwie sehr aufgeweckt waren auf einmal. Sie hatten zum Glück Angst und sind weggerannt. Es ist natürlich auch alles eingesaut. Alles voller Kuhscheiße. Alles Schuhe, alles Füße sowieso. Aber meine Schuhe wenigstens nicht ganz so schlimm. Ja, wir wollten jetzt halt auch irgendwie drüber halt. Wir wollten jetzt nicht noch dadurch diese Kuhherde. Aber wir hätten umdrehen sollen. Ja. Gehen wir mal auf den eigentlichen Weg, zu dem wir wollten. Was ist denn das hier für ein Weg? Sieht überhaupt nicht, wo man hintritt. Ich sehe keinen Weg. Hier ist ein Weg. Nach einer anstrengenden Schieberei bergauf stießen wir endlich auf einen Feldweg und schließlich auf eine Bundesstraße. Dass wir uns einmal so sehr über eine Straße freuen würden, hätten wir niemals gedacht. Wir lassen uns einfach nur rollen, genießen den Wind und die Geschwindigkeit. Wenige Minuten später erreichten wir Kloster Vesra und damit den Werratal-Radweg. So, wir sind jetzt auf dem Werratal-Radweg, konnten jetzt endlich mal wieder auf Asphalt fahren. Ja, wir haben gar nicht gemerkt, wie viel Zeit wir jetzt mit dieser dämlichen Aktion auch verloren haben. Wir saßen jetzt vor dem Kloster Vesra und da hat uns jemand gefragt, warum denn das Kloster jetzt schon zu sei. Es sei doch erst 6:30. Und ich denke so, was 6:30? Ich dachte, es sei 4:30 oder irgend sowas. Also hat das nicht jetzt nur Kräfte und ziemlich viele Nerven geraubt, sondern auch sehr viel Zeit. Gut, aber jetzt haben wir wirklich erstmal wieder einen sehr guten Radweg vor uns bis nach Meining. Und ja, ich nehme das jetzt auch voll auf meine Kappe, dass wir jetzt da in so einer dämlichen Situation gelandet sind. Eigentlich wollten wir wirklich jetzt ganz entspannt 3 Tage fahren, ja, mal wieder das Radeln genießen, und dann waren es 1, 2 oder sogar vielleicht 3 falsche Entscheidungen von mir, die uns jetzt dahin gebracht haben. Anne kam jetzt gerade zurück mit jetzt sauberen Füßen wieder, die sie jetzt gerade in die Werra gehalten hat. Ja, also das werden wir nicht nochmal machen. Aber ich denke mal, das war sowieso die einzige Stelle, die so ein bisschen kritisch war. Eigentlich wollte ich über so einen Hügel fahren, aber da waren eben diese Städte, wo wir jetzt eben hin wollten, so toll ausgeschildert, und wir dachten, da kommen wir so gut mitten auf den tollen Radweg weiter. Aber so kann man sich eben irren. Wie gesagt, dieser Radweg endet ja auch einfach im Nichts. Gut, wir haben uns trotzdem ziemlich doof angestellt. Ja, und wir müssen ja auf jeden Fall noch was einkaufen. Das werden wir dann im nächstgrößeren Ort machen. Genau, denn morgen und übermorgen haben die Läden zu und wir dürfen nicht verhungern, oder? Was sagst du? Das wäre jetzt auch ziemlich ungünstig, ja. Zur Not finden wir noch irgendwelche Kräuter am Wegesrand. Genau. In dem Sinne, noch viel Spaß beim restlichen Video, was hoffentlich jetzt nicht mehr ganz so abenteuerlich ist. Mann. Es wird jedes Mal besser, wenn du aus dem Laden rauskommst. Hier, nimm.
Gibt heute Reis mit Curry in einer kleinen Sparvariante. Ohne die ganzen 1000 Zutaten, die wir sonst ins Curry reinwerfen, aber nur mit Currypulver geht das eigentlich auch ganz gut. Ja. Ja, wir überlegen, dass wir dann wohl einfach hier bleiben werden. Hier ist ein schöner Unterstand mit Bank und Tisch. Hinter uns ist das Feld. Wir sehen sogar noch den Radweg, wo wir vorhin lang gefahren sind. Und hier daneben wäre eigentlich direkt ein guter Platz fürs Zelt. Also hier macht man jetzt ja eigentlich auch nichts kaputt. Ja, ein bisschen Müll liegt hier rum, da werden wir dann mal morgen früh gucken, ob wir da ein bisschen was mitnehmen können davon. Ja, bis zum nächsten Ort vielleicht. Ja, und dann denke ich mal, ist das okay, wenn wir hier übernachten. Ja, also erstmal buon appetito und dann buona notte. Auf einen schönen Abend. Ja. Dann bis dahin. Ciao. Ciao. Guten Morgen. Es ist jetzt gleich um 6. Sind eigentlich schon seit anderthalb Stunden wach. Haben jetzt aber hier gerade uns noch den Sonnenaufgang angeschaut. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen sauber machen, zusammenpacken. Und dann geht es auch gleich wirklich in die Rhön rein. Wir schauen ja jetzt schon die ganze Zeit auf die Rhön. Wie gesagt, erstmal Müll aufsammeln und dann geht's weiter. Yes. So. Jetzt haben wir ungefähr 30 bis 40 Zigarettenkippen hier aufgesammelt und noch ein bisschen anderen Dreck. Und wir fragen uns immer wieder, wie man überhaupt seinen Dreck auf den Boden fallen lassen kann. Auch vor allem, wie man Zigaretten stümmelt. Das ist halt echt so mit das Dämlichste. Wir haben ja schon genügend Waldbrände in Deutschland. Naja, vielleicht ist das noch so Ansporn an alle Leute, die draußen wild campen. Dass vielleicht dann zumindest, wenn man schon keine Bezahlung tätigt, sozusagen ein bisschen den Wald aufräumt oder wo auch immer man übernachtet. Wenn man sich eigentlich darauf einigen könnte, dass man das einfach so handhabt, dann hätte ja jeder was davon. Aber naja, so ist es einfach weiterhin Grauzone. Wenn es jetzt schon ein bisschen wärmer wäre, dann hätte ich bestimmt jetzt große Lust, hier in das Wassertretbecken mal meine Füße reinzuhalten bzw. eine Runde zu treten. Das ist nämlich richtig schön direkt in dem Fluss hier angelegt. Wir sind gerade in Ostheim vor der Rhön und hier gefällt es uns total gut. Wir haben gerade schon die Kirchenburg bestaunt und jetzt sind wir hier in dem Park und überhaupt ist wirklich ein ganz nettes Dörfchen. Sehr, sehr schön. Und gerade noch absolut niemand unterwegs, also kaum ein Mensch an diesem Pfingstsonntag in der Früh. Sind wahrscheinlich die meisten noch im Bett oder vielleicht schon langsam gemütlich am Frühstückstisch. Apropos Frühstück, das werden wir uns dann auch demnächst mal anrichten. Vorbei am Fränkischen Freilandmuseum und dem historischen Rhön-Zykle radelten wir weiter in die nordwestliche Richtung. Wir schienen doch nicht die einzigen auf dem Fahrrad zu sein. Es begegneten uns auf den Straßen ungewöhnlich viele sportliche Menschen auf Rennrädern. Wie jedes Jahr am Pfingstwochenende fand der traditionelle Rhön-Radmarathon statt, bei dem die Teilnehmenden Strecken von 182, 212 oder gar 256 Kilometer zurücklegten.
So, die ersten 25 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Wir haben jetzt doch etwas öfter Pause gemacht, wollten es heute auch wirklich ruhig angehen lassen. Und jetzt bei der letzten größeren Pause haben wir auch ein richtig nettes Ehepaar hier aus der Region kennengelernt, die mit ihren Liegerädern unterwegs waren und uns auch gleich angeboten haben, beim nächsten Mal doch bei ihnen auf dem Grundstück zu übernachten, da das Zelt aufzuschlagen. Was natürlich super nett war. Heute merkt man auch, dass die Leute alle etwas glücklicher sind bei dem Wetter und bei dem freien Tag natürlich auch. Und jetzt sind wir auch glücklich, denn jetzt steht die erste richtige Bergetappe an. Also die erste und die wirklich einzige heute. Wir sind jetzt auf den Iron Curtain Trail unterwegs, fahren jetzt quasi dort hoch, wo dann der Milzeburg-Radweg starten wird. Und Anne ist auch noch dabei. Also, jetzt mal kurz strampeln. Es ist ordentlich warm geworden mittlerweile. Und dann melden wir uns, wenn wir wieder oben sind. Schon bald artete der Iron Curtain Trail trotz aller Freude für uns in eine recht anstrengende Bergpassage aus. In der Mittagshitze die serpentinenreiche Straße hinaufzustrampeln, bescherte uns Schweißperlen auf der Stirn. Dafür wurden wir mit herrlichen Ausblicken in die Ferne belohnt. Wenig später kamen wir etwas von unserem geplanten Weg ab, entschieden uns aber dafür, ein kurzes Stück Straße in Kauf zu nehmen, anstatt uns wieder an irgendwelchen Abkürzungen durch den Wald zu probieren. Wir haben gerade noch eine kleine Pause eingelegt und ich habe mich in die Sonne gelegt, Philipp in den Schatten, hier direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Wir sind hier ja im Grenzgebiet und fahren immer mal hin und her zwischen Thüringen und Bayern und jetzt aber, glaube ich, nach Hessen. Wir steuern jetzt wirklich den Milseburg-Radweg an. In 7 Kilometern ist es soweit und dann freuen wir uns auf den Tunnel, den wir dann gleich durchfahren werden und mal gucken, wo wir dann heute ja einfach unser Ziel beenden. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, ob wir draußen übernachten oder uns diesmal einen Campingplatz genehmigen. Voll schön. Ja, herrlich. Wie so ein kleines Gebirge. Im beschaulichen Örtchen Hilters beginnt der 27 Kilometer lange Milseburg-Radweg. Auf dem Bahnterrassenradweg radelten wir bei seichter Steigung bis zu unserem lang ersehnten Ziel, den ehemaligen Eisenbahntunnel. Wir stehen jetzt gerade kurz vor dem Tunnel und haben uns bereit gemacht, gleich hier reinzufahren. Sonnenbrille abgesetzt und ausgetauscht gegen normale Brille und natürlich auch noch unsere Lichter am Fahrrad angemacht. Der Tunnel ist zwar beleuchtet mit so einer Art Notbeleuchtung, aber es ist trotzdem ziemlich dunkel und ich denke mal, es ist auf jeden Fall besser, wenn wir gesehen werden. Na dann, los geht's, ab in den Tunnel. Mit 1,2 Kilometer ist der Milseburg-Tunnel der zweitlängste Fahrradtunnel Deutschlands. Der Tunnel durchquert den markanten 835 Meter hohen Berg Milseburg, auf dem sich in der Eisenzeit eine keltische Siedlung befand. Das ist echt krass, ich fühle mich wie in so einer mittelalterlichen Burganlage hier. Ja. Irgendwie? Naja, wahrscheinlich. Kann man sich vorstellen, wie im Winter die Fledermäuse an der Decke hängen. Das kann man sich echt gut vorstellen. Das ja. Wäre bestimmt auch mal schön gruselig, das zu machen, aber wir wollen natürlich nicht die Fledermäuse bei ihrem wohlverdienten Winterschlaf stören. Nein, natürlich nicht. Aber ein bisschen gruselig stelle ich mir das hier auch vor, ja. Auf jeden Fall.
Im Tunnel herrschen konstante Temperaturen von 8 bis 10 Grad. An einem warmen Sommertag eine willkommene Abkühlung. Das war's schon. Hey, das war's schon. Boah. Auf immer wieder eine Dänse. Der Milseburg-Radweg feiert im Jahr 2023 bereits sein 20-jähriges Jubiläum und erfreut sich bei fahrradaffinen Menschen von nah und fern großer Beliebtheit. In der Zeit von Oktober bis März wird der Tunnel gesperrt, um einer Fledermauspopulation als Winterschlafplatz zu dienen. In dieser Zeit müssen Radfahrende auf eine 4 Kilometer lange Umfahrung ausweichen. Vor Fulda verließen wir schweren Herzens diesen herrlichen Bahntrassenradweg und steuerten einen Campingplatz in der Nähe von Hünfeld an. Decke wieder drauf. Wir warten jetzt darauf, dass unser Essen fertig wird und sitzen jetzt hier auf einem Campingplatz. Man höre und staune. Ja, wir sind jetzt nicht in der wilden Natur für die heutige Nacht, sondern doch auf einem wichtigen Campingplatz gelandet. War uns jetzt am Ende einfach, ja, nach dem langen Tag, den wir jetzt durchlebt haben, ein bisschen die sicherere Variante. Wir sind ja heute wirklich schon um 4 Uhr morgens aufgestanden, also aufgewacht. Und sind irgendwie den ganzen Tag auf den Beinen gewesen. Und wenn wir jetzt noch eine Nacht mit nur 4-5 Stunden Schlaf gehabt hätten, ja, wären wir wahrscheinlich beide morgen nicht so fit gewesen. Wir haben es heute schon gemerkt, dass das Treten ein bisschen schwerer gefallen ist. Und wahrscheinlich lag es daran, dass wir so wenig Schlaf bekommen hatten. Von daher hoffen wir, dass wir hier auf dem Zeltplatz gut schlafen können und auch ein bisschen länger einfach, ja, ausschlafen. Morgen früh gibt es dann frische Brötchen vom Zeltplatz und dann werden wir morgen ein bisschen entspannter in den neuen Tag starten. Ansonsten war der Tag heute trotzdem sehr schön und wir freuen uns, ihn jetzt hier noch ausklingen zu lassen. Die einzige Bank, die es hier auf dem Campingplatz gibt, ist besetzt und deswegen sitze ich hier jetzt auf dem Boden in der Nähe von einem Gullideckel, weil das die einzige glatte Unterlage für unseren Gaskocher ist und koche uns jetzt ein Frühstücksporridge. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich schon wieder vergessen habe, den Topfdeckel anzubringen, bevor ich den Topf auf den Gaskocher gestellt habe. Und irgendwie geht mir das jedes Mal so. Normalerweise sollte man das, glaube ich, dran befestigen, wenn der Topf noch nicht heiß ist. Aber gut, ich werde es wahrscheinlich nie lernen. Porridge. Und was sagst du dazu? Ja, was soll man dazu noch sagen? Das spricht doch für sich. So, wer sagen kann, wo Anne sich diesen grünen Göffel gekauft hat, der kriegt 10 extra Punkte. Und was sagst du? Ja, ich verrate es jetzt nicht. Das wäre jetzt blöd. Guten Appetit. Guten Appetit. Ohne ein festes Ziel vor Augen zu haben, starteten wir heute entspannt in diesen Fahrradtag. Nach den tollen Erlebnissen auf der gestrigen Tour zog es uns erneut auf eine ehemalige Bahntrasse.
Wir starten in unseren dritten Fahrradtag auf einem Radweg mit einem ganz lustigen Namen. Und zwar heißt der Kegelspielradweg. Und ich frage mich gerade, wo man hier eigentlich Kegel spielen kann. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so wörtlich gemeint, aber das war wohl auch mal eine Bahntrasse, die wir jetzt hier entlang fahren. Ja, geht hier mitten im Gewerbegebiet los und mal sehen, wo er uns hinführt. Jedenfalls steht hier auch noch ein Kunstwerk von einem Radfahrer. Wir befinden uns gerade in Hünfeld und anscheinend hat Hünfeld eine französische Partnerstadt. Und Morgen. Und die war am 26. Juni 2021 wohl erstmals ein Etappenziel der Tour de France. Und das ist sozusagen die Widmung der Partnerstadt Hünfeld dafür. Und hier hat ein Künstler 4 Kunstwerke entlang diverser Radwege eben aufgestellt. Mal sehen, ob wir noch ein weiteres entdecken. Wow. Also Hünfeld ist schon eine richtige Fahrradstadt natürlich dadurch jetzt, weil die Partnerstadt der Tour de France quasi teilgenommen hat. Aber man muss sagen, wir sind jetzt wieder super Radwege bisher gefahren und allgemein gibt es ja auch viele tolle ausgeschilderte Radwege. Wir waren jetzt gerade auf dem Haunetal-Radweg und jetzt werden wir eben auf den sogenannten Kegelspielradweg fahren. Und da sind wir schon ganz gespannt. Los geht's! Auf die Räder! Der 27 Kilometer lange Bahnradweg wurde nach der Bergformation Kegelspiel benannt. Einer Region kegelförmiger Erhebungen vulkanischen Ursprungs. Fertiggestellt im Jahr 2007 wird der Kegelspielradweg in der Region erfolgreich vermarktet. Zahlreiche Hinweisschilder leiten Radfahrende zu Beginn der Radstrecke oder weisen auf speziell angelegte Parkplätze hin, wo das Auto abgestellt werden kann. Die Fahrt auf dem Kegelspielradweg konnten wir dank seiner ruhigen Lage mitten im Grünen sehr genießen. Gerade im Ulstertal ist eine sehr ursprüngliche, wenig vom Menschen beeinflusste Natur erhalten geblieben. Hier verlief seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Dabei wurde Wenigentaft, heute zu Thüringen gehörig, durch die Grenze von der Bahnstrecke in Richtung Hünfeld abgeschnitten. Hier verlassen wir den Kegelspielradweg. Fahren an der römisch-katholischen Kirche Wenigentaft vorbei, deren Bauweise im Stil einer Wehrkirche ins Auge fällt. Und folgen erneut dem Iron Curtain Trail auf dem Weg in Richtung Werratal-Radweg. So, erste kleine Rast, nachdem wir nun den Kegelspielplatz, den Kegelspielradweg verlassen haben. War ein sehr toller Bahntrassenradweg. Wäre jetzt auch noch ein Stück weiter gegangen, aber im Grunde sind wir jetzt an so einer Schleife, wo früher wahrscheinlich dann der Zug lang gefahren ist, jetzt eben weiter Richtung unseren Zielort heute gefahren. Auf dem Kegelspielradweg wäre es dann wieder ein Stück zurückgegangen, in die falsche Richtung zu sagen. Aber es war gar nicht schlimm, denn schon im nächsten Ort startete der nächste Radweg, der Ulstental-Radweg. Und auf den sind wir jetzt gerade, bis jetzt sind wir Schotter gefahren. Da drüben sieht es so aus, als würde es dann wieder asphaltiert sein. Aber es lässt sich auch so sehr gut befahren. Ja, jetzt machen wir hier gerade kurz Rast. Und in 10 Kilometern sind wir dann im Ort mit dem wunderschönen Namen Philippstal. Und dort werden wir dann auf den Werratal-Radweg wechseln. Gemütliche, gemächliche Radwege heute. Wir haben schon die Hälfte unserer Höhenmeter geschafft und es sind auch nicht allzu viele, nur 400 so ungefähr. Ist wirklich ein angenehmer Tag, um diese kleine Radreise noch ausklingen zu lassen. Satteln wir wieder auf. Es bewölkt sich tatsächlich schon langsam, aber es soll nicht regnen heute. Und dann geht's weiter. Genau. Im Ort Philippstal fließt die Ulster in die Werra. Ganz im Kontrast zu den bisher die Landschaft prägenden grünen Hügeln entdeckten wir hier einen riesigen, nicht ganz natürlich anmutenden Berg. In dieser Region wird in großen Salzbergwerken Kalisalz abgebaut, welches eine Bedeutung als Düngemittel und als Industriewertstoff besitzt. Da
Das als Nebenprodukt in rauen Mengen anfallende Steinsalz kann nicht weiterverarbeitet werden, sodass es auf riesigen Deponien gelagert wird. Ganz unkritisch sind solche Abraumhalden für die Umwelt nicht. Denn durch Niederschlagswasser werden Salze gelöst und gelangen in das Grundwasser. Unser verlängertes Fahrradwochenende neigte sich nun leider langsam dem Ende zu. Auf dem Werratal-Radweg ging es noch ein kleines Stück weiter, bis in die Thüringer Gemeinde Gerstungen, von wo aus wir mit dem Zug wieder nach Hause fahren wollten. Wir sind in Gerstungen angekommen. Der Wind hat ordentlich aufgefrischt und hat uns auch definitiv entgegengeweht die letzte Zeit. Ja, wir sind jetzt hier und ja, könnten jetzt hier theoretisch auch schon dann in den nächsten Zug steigen. Ja, würden jetzt hier vielleicht noch was essen gehen oder ein Stück Kuchen essen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon fast da und freuen uns jetzt. Ja, wie fandst du den Werratal-Radweg so? Naja, das Stück, was wir jetzt gefahren sind, fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Vor allem dieses Stück da bei Hering oder was das war, wo du sehr viel an der Straße entlang fahren musstest und durch die Stadt. Aber ja, der Rest war jetzt ziemlich gechillt. Ich weiß nicht, mit Highlights gespickt, aber ja. Vielleicht ist ja der restliche Werratal-Radweg schöner. Also ja, wir haben ja auch schon Gutes drüber gehört von daher. Ja, wir werden es irgendwann noch mal ganz abfahren. Die Werra. Ja, aber soweit sind wir trotzdem ganz gut durchgekommen. Das nächste Storchennest ist aber nicht ausgeschildert. Aber dafür der Bahnhof. Ja. So, jetzt sind wir hier am Bahnhof von Gerstungen. Wir hatten gerade noch ein leckeres Stück Kuchen. Ich hatte noch einen Flammkuchen und Anne noch einen Eiskaffee. Ja, und jetzt kommt gleich hier unser Zug, der uns nach Eisenach bringen wird. Und von dort aus fahren wir dann logischerweise weiter. Ja, waren doch drei schöne Radeltage, oder? Ja, absolut. Ja, waren drei sehr schöne Tage. Ein bisschen unerwarteter Start mit dem ersten Tag, wo es so chaotisch zuging und wir uns absolut verfranst haben im Nirgendwo und ja, über Stock und Stein, Zäune und durch die Kuhweide gelatscht. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, durch die Kuhkacke, aber ja, durch die Kuhweide auch. Ja, aber dann war Tag 2 und 3 heute. Ja, wirklich nochmal top, top Wetter, landschaftlich wunderschön hier durch die Rhön. Hat uns auf jeden Fall total Lust auf mehr gemacht. Dahingehend auch mal wieder ein Lob an die hessische Infrastruktur für Radverkehr, gerade touristischen auch. Also diese beiden Bahntrassenradwege, die wir jetzt gefahren sind, der Milseburg-Radweg und heute der Kegelspiel-Radweg, die waren wirklich allererste Sahne, muss man sagen. Top. Also ganz, ganz tolles Radeerlebnis, auch mit den Tunneln natürlich. Und wir werden auf jeden Fall wieder kommen. Definitiv, ja. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei diesem Video. Wir freuen uns schon auf die nächste Tour, die wir unternehmen werden und wo die Kamera natürlich mit dabei sein wird. Wir wünschen euch bis dahin ganz viel Spaß beim Radfahren und draußen sein und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben geben würdet oder vielleicht auch einen Kommentar da lassen würdet. Ja, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. So, und dann euch noch viel Spaß beim Radfahren und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Ich habe gesagt, wir werden nicht mehr